Andi! Dich nehme ich demnächst mal mit in die Autowerkstatt und vergesse dich da. Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Ja, Mann. Wenn wir zusammen demnächst fliegen, ne, besorge ich dir als Nackenkissen einen Ring Fleischwurst. Ja, und endlich die zwei letzten Länderspiele dieses Jahr. In Berlin gegen die Türkei und dann auch hier gegen Österreich. Österreich. Den einzigen Ball, mit dem sich die Ösis auskennen, der Berliner Opernball. Gegen Österreich wäre der perfekte Abschiedsspiel gewesen. Hansi Flick, ne? Dessen Leistungen waren zuletzt auch einfach nur der Gipfel. Aber konzentrieren wir uns auf die wirklich wichtigen Dinge. Schafft es Julian Nagelsmann in der Mode- und Hipster-Metropole Berlin mit einem Outfit aufzufallen? Ihr Brille ist doch so ein Top-Mode-Assess-Art. Verdammt, wie heißt das denn nochmal, wenn du das scheiß Moped da auf dem Dings hast, obwohl du es nicht brauchst? Gott. Vielleicht braucht der Nagelsmann ja aber auch eine Brille. Nicht, dass er am Ende den vierten Offiziellen noch aufs Feld schickt. Hier, hör mal auf, die Tafel da hochzuhalten. Du bist gleich dran, du sollst doch spielen. Andi, du fährst ja smart, ne? Falls du Winterreifen suchst, die sind vorne im Handschuhfach. Ja, und in der Nationalmannschaft werden jetzt zwei wieder vereint. Ne? Duksch und Füllkrug, das Comeback der hässlichen Vögel. Die hätten viel besser bei uns in eine Mannschaft reingepasst. Also optisch. Naja, die beiden, die Schieflage beim DFB irgendwie wieder. Die Schieflage beim DFB, die ist so wie beim schiefen Turm von Pisa. Da nützt es auch nichts mehr, wenn du drumherum Viagra pflanzt. Stefan, du fragst dich auch, ne, warum du die Null bist. Weil selbst die negativen Zahlen keinen Bock auf dich hatten. Vielleicht gibt's ja in Berlin sowas wie eine Halftime-Show. Würde ich ja machen, ne? Ich würde so eine Loge freiräumen mit so einem Balkon und obendrauf dann Lothar Matthäus und Didi Hamann, die dann einfach so eine geile Halbzeitanalyse machen und den Tuchel schalten wir einfach nur mit dazu. Titel des Ganzen, das Ex in Experte steht für damals. Julian Nagelsmann lässt ja jetzt während dem Training Musik laufen. Das hatte der Queen, Dr. Dre, Contra K, das mache ich jetzt auch. Ne? Bei meiner Truppe gibt es aber nur eine Gruppe, die hilft. Ne? Die abstürzenden Brieftauben. Patrick, du leidest auch am Porzellansyndrom. Ne? Du hast nicht alle Tassen im Schrank. Berliner sind auch so unfassbar hilfsbereit. Ne? Das Sprichwort nett kommt weiter. Ne? Stammt definitiv aus Berlin. Ich war beim Berlin. Ich so ein Berliner, sagen Sie mal, wenn ich da vorne links abbiege, ist da dann das Olympiastadion? Und er, das ist da hoch, wenn sie nicht abbiegen. Nicht zu dem. Nenn mir mal die Mehrzahl von Wischmob. Wischmöpse sind's nicht. Aki, okay. Sag mal, was war das denn? Eine türkische Schwalbe? Ein Dönerhebab? Bei uns in der Mannschaft spielt ja seit Jahren der Aki. Ne? Türkische ab, aber er ist der deutscheste von allen, weil der beschwert sich ständig nur übers Wetter. Ne? Unser Köftekicker. Aki! Darf bei mir auch Shisha rauchen, nur nicht auf dem Platz, hat er sich beschwert. Trainer, dem ist unfair, alle anderen haben auch Kippen in den Stutzen. Schmuck ist bei mir auch tabu auf dem Platz, weil der Aki kam, Trainer, lass mal spielen, vierer Abwehrkettchen. Musst aber auch aufpassen, was du sagst. Ich letztens zum Aki so, pass auf Aki, dich bringe ich immer nur, wenn wir hinten liegen. Weil das Beste, was du kannst, ist den Spieß rumdrehen. Da meinte der Aki, Trainer, Hähnchen oder Kalb? Kevin! Boah, der ist so hohl, der glaubt wirklich, ist mir egal, ist die türkische Hauptstadt.